Herzlich willkommen heute bei meiner neuen Reise. Es geht einfach nach Guadeloupe. Von dort aus nach Dominica, Maria Galant, San Martin, Anguilla und wieder zurück nach Guadeloupe. Ich wünsche euch viel Spaß mit meinem Film. Hallo, herzlich willkommen heute hier auf der Insel Guadeloupe in der Karibik. Sie gehört zu Frankreich. Und wir wohnen in diesem Haus. Hier ist das Haus und unser Parkplatz, die Garage, der Garten und der Eingang des Hauses. Kommt einfach mit. Und das ist das Wohnzimmer. Wohnzimmer mit einem Ausblick nach draußen, eine kleine Terrasse, das Haus hat ringsum Balkone mit Ausblick nach draußen, neben uns ist die Straße. Und hier haben wir noch einen Blick auf die Küche. Und hier ein anderes Zimmer. Alle Zimmer sind belegt. Und hier haben wir die Sicht auf die Berge Guadeloupes. Eine schöne Aussicht hier von diesem Haus. Und jetzt geht es auf die Insel Guadeloupe zum Wasserfall Rivière du Grand Carbet. Hier ist der Weg durch den Dschungel zum Wasserfall. Wir sind gespannt, was uns erwartet. Wir befinden uns noch immer auf dem Weg zum Wasserfall Carbet mit dem schönen Blick auf das Meer. Der Weg geht also jetzt wieder weiter an dieser schönen Landschaft vorbei durch den Urwald Guadeloupes. Angekommen an diesem Wasserfall freue ich mich, hier zu sein und euch diesen Wasserfall hier zu präsentieren. Ist er nicht schön? Heute herzlich willkommen hier in Guadeloupe am Strand Caravel. Eine Insel mit schönen Stränden, schönes Wasser. Und hohen Temperaturen, es sind 30 Grad hier im Dezember. Also dieser Strand ist als das Paradies mit diesen weißen Stränden, weißer Sand, mit diesen Kokosnusspalmen, mit dieser herrlichen Landschaft, dieses türkise Meer, das hier wunderschön in diese Landschaft reinpasst. Und nicht zu vergessen, hier in den Gebüschen befinden sich auch noch Leguane. Vielleicht bekommen wir auch einen zu Gesicht. Ihr könnt jetzt diese Landschaft genauso wie ich hier bewundern, diese Palmen.
für mich ein unvergesslicher Augenblick, den ich jetzt festhalten möchte und mit euch erleben möchte. Und nach dem angenehmen Aufenthalt an dem Strand Caravel geht es schon weiter zum nächsten Ziel. Hallo, guten Tag. Heute hier auf Guadeloupe. Ein wunderschönes Schauspiel der Natur. Hier am Ende dieser Insel, diesen großen Felsen und großen Wellen, die es hier zu sehen gibt. Wie auf einem anderen Planeten. Dieser Punkt befindet sich im Osten der Insel. Hier bin ich jetzt angekommen am Pointe de Château. Ein super schöner Zielpunkt meiner Reise. Ein Wunder der Natur hier auf der Insel Guadeloupe in der Karibik. Diese wunderschöne Landschaft wird von so vielen Menschen besucht, diese Felsen im Meer, die wirklich wie von einem anderen Planeten stammen. Unglaublich schöne Bilder von hier, von Guadeloupe, an euch alle in die Welt. Und hier an diesem schönen Punkt auf dieser Insel wird auch gehandelt. So zum Beispiel hier zu sehen. Und auf dem Nachhauseweg bleibe ich jetzt an diesem Platz stehen, weil ich das jetzt sehr interessant fand. Ein schöner Ort hier zum Verweilen. Super schön. Unglaublich. Guten Morgen, liebe Leute. Heute geht's zum Land und Insel Dominica. Aber nicht mit dem Auto, sondern mit dem Schiff. Hier in der Stadt Rosse. Hier auf der Insel Dominica. Und wir bewundern dieses kleine Häuschen. Ich laufe ein bisschen durch die Straßen Dominicas, bewundere einfach die Straßen an sich, dann die Kirche aus der Kolonialzeit und denke einfach an die Bevölkerung, die hier ein bisschen ärmlicher ist als in Guadeloupe. Die Lebensfreude der Bevölkerung steckt uns einfach an und wir machen einfach mit. Nach den lustigen Momenten am Sportplatz sind wir jetzt wieder vereint alle in der Reisegruppe. Es geht jetzt wieder Richtung Hafen und im Hintergrund zu sehen, sind einfach diese schönen Berge Dominicas. Es ist einfach ein schönes Panorama hier am Meer. Ich werde immer an diese Insel zurückdenken. Aber ich muss mich auch ans nächste Ziel richten. Und das nächste Ziel wird
die Insel Maria Galant sein. Also, wir sehen uns dort. Hier auf der Insel Marie Galant. Im Dezember bei 30 Grad. Einfach ein kleines Häuschen unter dem Baum. Und hier haben wir einen Marktplatz gleich im Zentrum der Stadt. Und hier sind wir schon am Meer. Wieder mal auf einer paradiesischen Insel Marie Galant. Schaut euch diese Palmen, diese Promenade und das Meer an. Ist das nicht schön? Also die Architektur dieser Häuser ist auch unbeschreiblich schön und etwas Neues für mich, weil ich diese Architektur noch nie so gesehen habe. Es geht jetzt auch weiter auf den Straßen von Marie Galant, einfach wieder zum Strand. Und da möchte ich dann diese Weite sehen, der helle Sand und die Palmen. Ich muss sagen, dass diese Inseln nur per Schiff erreichbar sind. Mein Weg geht weiter. Ich bin jetzt gerade gelandet auf der Insel San Martin mit dem Flugzeug und jetzt geht es weiter mit dem Schiff zur Insel Anguilla. Ein neues Land für mich. Herzlich willkommen in Anguilla. Dieses Territorium, dieses Land gehört zu England, aber ist selbstständig. Und hinter dem Empfangsschild sehen wir auch das Grenzhäuschen, da muss ich jetzt noch durch. Wenn ich mich drehe, da sehen wir das Panorama zwischen den Grenzen auf das Meer. Und hier das Zollhäuschen, da müssen wir jetzt rein. Schön. Und hier auf der Insel gibt es auch Ziegen und Häuser, die in Arbeit sind. Hinter uns nochmal das Zollhäuschen mit gegenüber der Insel San Martin. Sieht mal, die Ziege kommt zu uns. Und hier nochmal, die Ziegen nehmen Haus. Und ich werde jetzt die Insel Anguilla verlassen. Wir sehen uns auf San Martin, holländische Seite. Ich befinde mich am Macho-Strand auf der Insel San Martin auf der holländischen Seite. Und da kommt schon unser erstes Flugzeug angeflogen. Ein super Gefühl. Einfach super. Hier sehen wir ein Schild mit Achtung, gefährlich für Menschen in der Nähe von Flugzeugen. Und hier haben wir eine Bar aus San Martin neben dem Strand. Und hier in den Bars wird mit Dollar bezahlt, nicht so wie in Europa mit Euro oder wie auf der französischen Seite. So langsam gehe ich jetzt zum nächsten Ziel auf die französische Seite. San Martin. Herzlich willkommen auf der Insel San Martin auf der französischen Seite. Hinter mir sehen wir das Gebirge, dieses,
dieser Insel. Und diese schöne Landschaft. Alles ist grün hier im Dezember. So, unsere Reisegruppe bewegt sich jetzt Richtung Flughafen. Unser Flugzeug wird um 6 Uhr von hier abheben. Wir fliegen zurück nach Guadeloupe. Und hier nochmal eine Sicht auf das Gebirge. Ein letzter Blick auf die Häuser San Martins. Und hier geht's zum Flughafen rein. Und hier befindet sich der Flughafen Grand Cas auf San Martin. Das ist da. Und nach einem Flug von einer Stunde bin ich hier in Guadeloupe wieder angekommen. Es ist für mich ein heimischer Flughafen. Und da ich die Insel Guadeloupe noch nicht ganz gesehen habe, geht es jetzt zum nächsten Ziel, an die Westküste von Guadeloupe. Da möchte ich die Insel entdecken. An der Westküste Guadeloupes befindet sich dieser herrliche Ort. Da haben wir angehalten und diesen herrlichen Film gemacht über diese herrliche Landschaft. Und auf der anderen Seite der Straße sehen wir die Urwälder mit Palmen, Bananenbäume und so weiter. Und hier nicht zu vergessen diesen schönen Blick, der bleibt in meinen Gedanken und der sollte auch in eure Gedanken sein. Und hier am Strand von Grand Anse machen wir eine kleine Pause. Bei 30 Grad im Schatten, die Sonne sticht einfach in den Kopf. Und gleich hier neben dem Strand sozusagen, auf einer Seite sehen wir das Meer. Und auf der anderen Seite sehen wir diesen schönen See mit den Palmen und im Hintergrund ein Strohhäuschen. Super schön. Herzlich willkommen hier auf Guadeloupe bei meinem nächsten Ziel. Das ist der Wasserfall Eau de Gravis. Da es hier das ganze Jahr lang warm ist, ist das Wasser auch warm. Und die Menschen können einfach baden. Dieser Wasserfall befindet sich also im Dschungel und man muss auch mit dem Auto fahren und danach auch zu Fuß, dass man ihn findet. Und somit bin ich auch überrascht worden von diesem schönen Anblick. Und das war jetzt mein letztes Ziel hier auf Guadeloupe. Nach 10 Tagen Aufenthalt mit allen Ausflügen geht es jetzt bald wieder nach Hause. Ich muss sagen, dass dieser Ausflug 600 Euro gekostet hat, mit allem. Also dabei ist unser Häuschen, die Flüge, die Ausflüge und so weiter. Und mit diesen schönen Bildern aus unserem Haus möchte ich diesen Film schon beenden. Bis zu einem nächsten Film. Bis bald wieder. Ciao.